Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Video gedreht habe. Es liegt so ein bisschen daran, dass es mir gesundheitlich nicht ganz so gut ging im Winter. Also ich war wirklich durchgehend leider krank. Aber jetzt geht es mir so einigermaßen wieder besser und ich dachte, ich starte mal mit meinen Gesichtspflege-Favoriten aus der Naturkosmetik. Das interessiert ja mal sehr, sehr viele, womit ich meine Haut pflege, womit ich meine Haut so ein bisschen im Griff bekommen habe. Und ich starte direkt mit dem ersten Produkt. Dazu habe ich auch ein separates Video und zwar zu Hyaluronsäure. Ich liebe Hyaluronsäure. Ich wasche mir morgens mein Gesicht erstmal mit Wasser und danach kommt erstmal Hyaluronsäure. Und ich habe hier das momentan von Detox. Das findet ihr manchmal bei DM, aber auch bei Amazon, meine ich. Genau, das ist auch ganz minimalistisch von den Inhaltsstoffen, ohne Duftstoffe, ohne Schnickschnack. Und ich finde das wirklich sehr pflegend, also nicht jetzt in dem Sinne reichhaltig pflegend, sondern sehr erfrischend, sehr feuchtigkeitsspendend für die Haut. Ich habe schon mal so ein extra Video zu Hyaluronsäure gemacht, worauf muss man achten, was ist hochwertig, was ist nicht hochwertig. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Das verlinke ich euch oben in der Infokarte und unten in der Infobox. Und dieses Hyaluronsäure ist preislich halt sehr gut. Also es ist nicht ganz so teuer. Es kostet ungefähr 20 € und ich meine, für DM-Verhältnisse ist es teuer, aber wenn man sich so Hyaluronsäuren anschaut, die wirklich gute Inhaltsstoffe haben, dann geht das ganz häufig so in die Richtung 40, 50 €. Nach der Hyaluronsäure komme ich dann zu meiner Hautpflege und da bin ich auf die Marke Lovely Day gestoßen. Ich habe hier ein Produkt von denen, ich hatte schon mehrere jetzt auch zugeschickt bekommen, einmal von Save Beauty, von Lovely Day selber, halt dieses Produkt. Und ich mag die Sorte Marshmallow sehr gerne. Riecht ein bisschen süßlich, aber ich finde die Pflegewirkung wirklich gut von den Produkten. Vor allem sind die nicht zugesetzt mit irgendwelchen Duftstoffen. Auch sehr, sehr pflegend, trotzdem feuchtigkeitsspendend. Und die haben auch so einen Glow Juice, den finde ich auch sehr, sehr gut von der Pflegewirkung. Den hatte ich schon getestet. Reflektiert nochmal so ein bisschen das Licht. Lovely Day kommt übrigens aus Berlin. Also die haben dort ein Store in Berlin. Da könnt ihr eventuell auch nochmal nachschauen. Die Inhaltsstoffe sind wirklich ganz gut. Ist jetzt nicht Naturkosmetik zertifiziert, aber ich würde sie als Clean Beauty bezeichnen. Ich habe auch mir bestellt selbst diesen Hyaluron Bloom. Der ist auch sehr häufig ausverkauft. Der ist noch feuchtigkeitsspendender, aber nicht so reichhaltig. Also den würde ich eher empfehlen für Mischhaut bis fettige Haut und den eher so ein bisschen, wenn ihr in trockene Hautrichtung geht. Genau, ich denke, das wird eher hier was für den Sommer und das auf jeden Fall jetzt momentan. Und für die, die vielleicht sagen, so, ach, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, ich bin Studentin, ich gehe noch nicht arbeiten oder was auch immer. Ich finde, in Naturkosmetik gibt es selten gute Produkte in der Hautpflege, weil vieles sehr parfümiert ist, mit ätherischen Ölen versetzt ist und viel Alkohol enthalten ist. Und da würde ich euch einfach ein Produkt empfehlen, das ist so eine Alternative. Das ist jetzt nicht Naturkosmetik, ist jetzt auch nicht vielleicht einwandfrei von den Inhaltsstoffen, aber zumindest schon mal deutlich besser als viele andere Produkte. Und das ist von Balea Man, das blende ich euch ein. Das kaufe ich immer für Steffen. Es riecht auch nicht nach Männerduft oder so, es riecht eher wie so ein Balsam, wie Nivea-Creme ungefähr. Und das ist auch sehr feuchtigkeitsspendend, pflegend und reizt die Haut halt nicht. Ne? Also seitdem Steffen das benutzt, der hatte sonst immer so Pickelchen im Gesicht und das hat er nicht mehr. Und diese Creme benutze ich dann auch mal so zwischendurch, wenn ich jetzt ein bisschen blank bin. Aber so finde ich, wäre das vielleicht eine kostengünstige Alternative. Worauf ich so bei Hautpflege achte, was ich da kaufe, dazu habe ich auch ein Video gemacht und das verlinke ich euch natürlich auch wieder gerne in der Infobox und in der Infokarte. Dann benutze ich ja meistens dann auch schon Make-up und dazu werde ich vielleicht nochmal ein extra Video machen, meine Make-up-Routine, wenn ihr möchtet. Aber eins, ich habe hier so eine getönte Tagescreme, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, die Algamaris-Tagescreme mit SPF 30. Die gebe ich immer ganz gerne auch mal in Make-up rein oder einfach so, weil sie sehr pflegend ist. Also sie ist auch sehr reichhaltig, macht so einen schönen leichten Glow und ja, hat so zusätzlich noch einen Sonnenschutzfaktor. Deswegen benutze ich die auch ganz gerne. Die macht jede Foundation so ein bisschen glowiger, so alle Foundations, die trocken sind. Der Duft ist zwar nicht ganz so meins, aber ja. Dann, wenn ich mir mein Gesicht reinige, wisst ihr, dass ich Jojobaöl über alles liebe. Und warum? Viele fragen immer, warum gerade Jojobaöl? Ich habe dazu auch ein extra Video gemacht, warum ich mich für Jojobaöl entscheide. Ist auch jetzt hier schon leer sogar. Das ist für mich die pflegendste Variante, die Haut zu reinigen und vor allen Dingen die hautverträglichste. Und ich bestelle mir immer die von Amazon von Alba, weil ich jetzt auch keinen Bioladen in der Nähe habe, wo ich mir das kaufen kann.
in Reformhäusern oder so könnte es sein, dass die auch Jojobaöl einfach so da haben. Früher hatte ich immer die von Kaufland gekauft, die ist aber leider aus dem Sortiment genommen worden. Genau. Und damit reinige ich mit einem feuchten Wattepad, dann mit etwas Öl, dann mein Gesicht und damit kriege ich mein Make-up wirklich sehr gut runter. Von den Wattepads nehme ich momentan diese Washis auch ganz gerne mal, um halt nicht so viel Müll zu produzieren. Zusammen mit dem Öl funktioniert das auch wunderbar. Dann Masken, da werde ich auch sehr häufig gefragt. Und früher, wo ich unreine Haut hatte, da habe ich super gerne die einfach eine Heilerde-Maske genommen. Die gibt es auch bei DM oder bei Amazon. Einfach mit Wasser ein bisschen anmischen und dann hat man so eine Paste, so eine dunkelbraune und die zieht nochmal so richtig schön den Talg aus den Poren. Oder wenn man sehr gereizte Haut hat, sehr viele Rötungen hat, da finde ich die Maske auch sehr gut, weil sie die Haut so etwas beruhigt. Aber momentan ist es so bei mir, dass meine Haut doch sehr trocken ist und ich so ein bisschen was anderes brauche. Und da habe ich damals von, wie heißt die mal, Nische Beauty, glaube ich, habe das ausgesprochen, ich weiß es aber nicht genau, von Juicy Beauty so eine ja, Green Apple Mask bekommen. Die ist mit Fruchtsäure, meine ich, versetzt. Und also wenn man die so aufträgt, dann brennt die erstmal. Aber die spendet unheimlich viel Feuchtigkeit und nimmt so die alten Hautschüppchen runter. Danach ist die Haut so ein bisschen glatter. Und die ist wirklich was auch eher so für unreine Haut. Für unreine, trockene Haut vielleicht. Aber wobei eigentlich kann die jeder nehmen. Die habe ich schon ziemlich lange vor Ort, aber irgendwie habe ich die nie benutzt. Ich weiß auch nicht warum. Die lag bei mir lange in der Ecke. Und jetzt habe ich irgendwie was benötigt, so als Peeling, als Maske. Und da bin ich jetzt mit der echt zufrieden. Genau, und sonst so Hautpflegeprodukte, die ich euch empfehlen kann. Ich habe, wie gesagt, schon mal ein Video gemacht über die Hautpflege, worauf ich da so achte. Da unten drunter sind in der Infobox auch sämtliche Produkte verlinkt. Da könnt ihr gerne mal nachschauen. Produkte, die wirklich mild sind zur Haut, die gut verträglich sind. Für jeden Hauttyp was dabei. Und ich verlinke euch das Video jetzt gleich im Anschluss. Und ich hoffe auch, dass für euch was dabei ist. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao!